Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind hier oben links gewesen und haben ein paar, ja, Sigillen eingesammelt. Kann das sein? Jetzt müssen wir in dieses Gebiet, das Saphir-Quartier. Und, ja. Müssen hier auch nochmal zwei holen. Genau, Saphir und Diamantsigil. Okay. Gleich haben wir die Beschwörung wieder. Sehr gut. Also es spielt sich sehr smooth. Sogar sehr spaßig irgendwie auch. Weil man muss jetzt nicht unbedingt so viel denken. Okay, der war ein bisschen unfair. Aber er hat uns nicht getroffen. Also viele Neulinge tun leider so ein bisschen ihre Konzentration auf die Gegner setzen, die einem angreifen. Und was ihr eigentlich machen müsst, ist diese Konzentration ein bisschen wegnehmen. Die meisten Gegner machen sowieso zu wenig Schaden. Sondern auf die, die wirklich euch schaden können. Einfach die Konzentration auf die setzen, die sie, ja, die uns schaden können. Zum Beispiel die hier. Weg damit. Und dann ist das Spiel eigentlich relativ easy. So, machen wir zuerst mal da einen Punkt rein. Genau, jetzt kommen die. Diese Spinnchen. Die wurden auch irgendwann mal eingefügt und ich dachte mir so, ja, da habt ihr aber einen Gegner eingefügt, der ein bisschen zu zäh ist und vor allem auch Schaden macht, wenn man nicht gut Resistenzen hat gegen Blitze. Ja, und mittlerweile sind sie auch jetzt nicht mehr so stark, weil ich mich jetzt auch ein bisschen besser schütze natürlich. Ich will ja das. Genau, die Schildkröte, die mag ich so sehr. Einfach diesen Ge also diesen Boss. Weil der, ja, schon ein bisschen sehr. Andere hassen wahrscheinlich diesen Gegner, weil er so zäh ist. Aber nö, wir haben ja 11 Wisps. Ja, 11 ist jetzt gerade momentan Maximum. So, jetzt ist er auch down. Und ja, nicht reingehen, wenn er, wenn der Hauch weg ist, dann macht er trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen Schaden. Also lieber nicht. Macht Aua. Ja, Blitze machen kaum Aua. Wir haben eine gute Verteidigung, obwohl wir jetzt wirklich die Items nicht auf Verteidigung gesetzt haben. Sondern mehr auf Angriff. Geht das ziemlich gut? Ja, denke ich schon. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterkommen, schon mal. Na, oh, eine Anfängerrüstung. Ich dachte schon, es wäre eine neue oder so. Leider nicht. Und hier ist wieder eine Spinne. Ich denke, die armen Leute, die Arachnophobie haben. Ja, ich habe auch eine Phobie, Angst vor dummen Menschen. Aber gut. Das hat jeder wahrscheinlich. Also nicht Angst, aber ja. Möchte sie nicht erleben vor einem. Die kommen immer wieder im Internet. Ich meine einfach, wie mich Leute manchmal anfragen wegen Werbesachen oder so. Tja. Ich meine ja einfach, ja gut. Die müssen ja auch ihr Geld irgendwie verdienen, aber sie so Werbung machen ständig. Ich bekomme halt tausende von Anfragen über
Und ja, die gehen halt um Minecraft-Server, um Modpacks, um Anfragen wegen MMORPGs und so Sachen. Ja, bin ich halt nicht so der Fan davon. Bin eher der Fan davon, einfach die Spiele zu spielen, wie sie sind. Keine Werbung zu drücken, nichts. Aber ich werde nie unterstützt, also. Leute tun mir halt nicht irgendwie besser, wenn ich keine Werbung mache. Sondern das Leben wird eher schwieriger, viel schwieriger. Die Menschen sind einfach nur noch dazu da, um als eine Werbeplattform dazustehen, oder? Ihr seht überall Werbung. Überall ist Werbung. Auch wenn sie nicht da ist unbedingt. Aber ich habe heute erst Cobra Kai anfangen zu schauen bei Netflix, weil ich das heute ja abonniert habe. Oder gestern. Und ja. Ich sah Uhren, ich sah Werbebanner, alles Mögliche. Ich sehe einfach die Werbung. Also scheinbar habe ich nicht Angst vor Dummheit, sondern eher Angst vor Werbung. Ich sehe sie die ganze Zeit. Aber ich reagiere nicht drauf. Also ich achte sie nicht. Ich kaufe deswegen nicht ein Produkt, wenn es steht. Ja, kauf mich. Ich kaufe mir die Produkte deswegen nicht. Oh, die teilen sich sogar auf. Okay, interesting. Ja, manche Gegner sind ein bisschen zu zäh. Man merkt schon, dass da der Entwickler nicht so nett war mit dem Balancing. Aber gut. Ah, oh, jetzt haben wir das ja wieder verpasst. Ach Mensch. Bin ein bisschen abgelenkt scheinbar vom Reden und Denken. Ich denke halt sehr viel nach während dem Reden. Das ist einfach meine Begabung. Meine Hochbegabung. Die lenkt mich schon ab. Dafür rede ich nicht Müll. Gut, gehen wir einfach nochmal dorthin. Wir haben jetzt übrigens schon recht viel Mana, also jetzt können wir da ein bisschen besser spammen. Ich sehe diese Objekte irgendwie nicht auf der Minimap. Also wenn ich spiele, dann achte ich nicht auf die Dinge. Also ist einfach Path of Exile, da muss man nicht auf Objekte schauen. Wenn man halt so zwei oder drei Action-RPGs zockt gleichzeitig. Okay. Ich verstehe jetzt nicht gerade, was man machen muss. Aber scheinbar muss man nochmals zurück. Hä, der hat doch immer ein Portal. Ah, der hat das Portal dort oben. Okay, wir müssen zurücklaufen. Weil wir jetzt nicht mehr nach oben gegangen sind. Also das letzte war nicht oben. Okay, oder ich habe das Portal übersehen. Kann auch sein. Aber es ist ein bisschen kompliziert, also vor allem, wenn man halt nicht regelmäßig spielt, wird sicher ein Jahr Pause gemacht und hier eigentlich nicht weitergespielt. Doch kurz am Anfang, ja, so September, als ich wieder begonnen habe, habe ich glaube ich mal hier gelivestreamt, aber da kam ich noch draus. Auf jeden Fall die Linken. Ja, weniger Hälfte ist nicht so schlimm. Ring. Ring. Neununddreißig. Ja, viel schwächer. Und die wahrscheinlich auch. Ah, die haben wir hier gar nicht. 30, 30, 30, 7.1, 25. Also dann machen wir noch die Handschuhe hier hin. Und die bei den Sets, so. Okay. Der Rest lassen wir noch im Inventar. Ich
habe das Inventar gar nicht geschlossen. Wir hören ja auch uns nicht ein bisschen zu fest aufhalten. Dankeschön, Roots. Die sieht so cool aus. Okay. Noch mehr Schaden. Wir brauchen ganz viel Schaden. So. Jetzt kommen wir dann schon bald zum Endboss. Der wird wahrscheinlich aber erst nächsten Part dann kommen, leider. Das dauert nämlich noch ein bisschen. Kommt davon, wie wir den Weg auch hier finden. Jetzt mache ich mal einen längeren Part, dann habt ihr den Boss, also ziemlichen. Der war vor ein paar Monaten, ja sagen wir so einem Jahr oder so, noch nehmen wir mit zwei ist so ein cooler Angriff. War der noch gut? Also der Endboss. Ah, hallo. Sehr mobil der Bild, also nicht schlecht, wie ich jetzt den Gegner ausweichen konnte. Sehr schön. Und eben der Schaden ist auch ziemlich hoch. So, zuerst mal Aria. Können jetzt gleich mal schauen, ob das, wenn es prockt, auch wirklich wirkt. Ich hoffe es jedenfalls. Sonst haben wir das unnötige Skill. Meine Regeneration bringt nichts. Wir können einfach dastehen und nichts machen. So, also. Im Hier, das bringt nicht so viel. Wir könnten eigentlich ein bisschen respecken. Healing Nova Chance, das brauchen wir. Oh je. Das brauchen wir. Ich tue jetzt nochmals respecken. Das sowieso nicht. Ding, so zwei haben wir rausgehauen, oder? Machen wir einfach mal weiter. Ja, ich muss noch einen raushauen. Zwei, drei. Ja. Jetzt packen wir einfach. Fertig. So, jetzt levelt er wieder schneller. Und dann haben wir diesen Block natürlich auch wieder. Sehr gut. Sollen wir Abklingzeit reduzieren machen? Ja. Machen wir noch ein bisschen. Abklingzeit reduzieren wir irgendwie dran. Können wir sicher irgendwie auch skillen. Ja, wahrscheinlich aber nicht so groß. Weil ich möchte natürlich schnell wieder in die Form kommen. Oder eben unendlich in der Form bleiben mit dem Gürtel. Ja, wir brauchen später unbedingt bessere Items. Die mehr Mana geben oder so. Was der Gürtel. Ja, der Gürtel ist schon High-End. Also. Schwer zu sagen, als nicht so erfahrener Spieler. Ich spiele halt einfach zu wenig, um jetzt wirklich da alles durchzublicken. Und ich tue halt nicht lernen, also ich schaue im Internet nicht nach, was jetzt unbedingt ja, so wirkt oder so.
Beschwör mal einen Gangling Roots, bitte. Okay, die Größe ist schon größer, oder? Was war die Grundgröße denn? Ja, wahrscheinlich nicht so viel größer, aber lohnt sich schon, das zu können. Schönes Durchscan. Die anderen Punkte sind ja sowieso nicht so gut. Denke ich mal. Okay. Wir könnten noch ein bisschen schneller angreifen. Die Fire Spirits. Aua, ich will da doch raus. Blockchance. Ist die Blockchance, die wurde gebufft. Ich habe früher eigentlich nie solche Eins gefunden mit Blockchance, außer Ringe, glaube ich. Okay. Ich denke, der Boss schaffen wir noch. Wenn wir so gut vorwärts kommen. Schwören können, das würde länger dauern. Also, schwören wir mal. Genau, hier kommt der nächste Leash. Wir können wirklich tanken, das ist so geil. Also, was denn der Beat stark macht, ist einfach die Heilungskraft. Es macht nicht so weh, wenn wir mal einen richtig schweren Treffer erwischen. Ja. Okay. Mehr Leben ist immer gut für die Beschwörung. Das ist so geil. Also wirklich. Absolut geil. Minenhelf und Helfregen, das nehme ich mit. Sehr gut. Hier haben wir Reflected noch. Und mehr Chance zusammen. Veil Spirit. 10% ist jetzt halt nicht so extrem gut, aber ihr seht, es ist, wir haben recht viele. Immer wieder da. Schon mächtig, also jetzt komisch, dass keine Guides kommen von diesem Beat. Die meisten Leute wollen diese Veil Spirits gar nicht nehmen, weil sie denken, andere, also viele sind abgelenkt von diesem Wein, dem Großen. Der macht zwar 2000 Schaden, aber diese machen mehr Schaden, weil sie mehr angreifen können. Die machen ja 500 Schaden. Könnt sicher mehr angreifen als der große Bein, also das finde ich besser irgendwie. Melee Damage Helfrecken brauchen wir nicht. Wir werden zwar Ding. Ja, wir sind ja verwandelt, aber wir brauchen kein Melee Damage und Helfrecken. Haben wir selber gut durch die Attacken. So, bisschen. Machen wir dich noch kurz. Ja. War das noch nicht zu Ende. Machen wir doch das bisschen. So, ich habe ein bisschen Mana gespart. Damit ich die Dinge noch beschwören kann. Okay, der hat sehr viel Resistenz gegen physischen Schaden. Aha, das ist aber gut. Muss mal zum Sprachlehrer.
Ah, die kommen überall her. Okay, da explodieren ein paar. Das macht er selber irgendwie. So, wenn jetzt genügend angreifen, kommt er richtig viel Schaden. Er bekommt sehr viel Schaden sogar. Ja, manche Bates sind natürlich viel schneller schon bei diesem Boss. Aber dennoch liebe ich den Bait. Das kann ich mal schauen, wegen dem OP. Mit dem OP-sten Bait wird er wahrscheinlich ein paar Sekunden dauern. Gut, aber ja, das Spiel ist jetzt noch nicht so extremst ausbalanciert. Endurance ist halt auch ziemlich gut, aber naja. Wenn wir unter einem bestimmten Stellenwert, also Schwellenwert sind, dann bekommen wir weniger Schaden. Ja, Endurance ist eher für Nahkampf-Bates, denke ich mal, wichtig. Also. Ja, die haben halt meistens dann Endurance. So. Also. Ticket Blades. Sein Dot. Health ist nicht schlecht. Crit Chance. Strange brauchen wir ja nicht. Armor erhöht es einfach. Health ist halt schon wichtig. 4% und hier haben wir 5% Spell Damage. Und Ticket Blades zu nahen Enemies und wir sind ja nie nah dran. Das will ich hier rein investieren. So. Gut, dann haben wir noch ein paar Mädchen. Genau. Diesen Boss, der war damals als Nahkämpfer richtig nervig. Das haben wir als erstes gezockt im Let's Play. Hab ich jetzt echt drauf geklickt. Weg damit. Ja, so spät in der Nacht und mit einem ja, strengen Fußballtag und natürlich schon sehr, sehr müde im Kopf. Kann man passieren, wenn ich mal irgendwo draufklicke, wo ich nicht soll. Das ist einfach die Konzentration, die nicht mehr so da ist. So, jetzt kann ich wieder. So wie ein Turbo-Modus. Ja. Siebenhundert jetzt schon, Kit, okay. Ja, das Crit-Amulett kann ich ja auch bald mal ersetzen. Bisschen mehr defensiv oder so. Würde gut tun. Also viel Kritten tun wir eigentlich nicht mehr. Ja, es gibt immer diese Welle, wo jetzt wieder Crits kommen und dann wieder nicht. Und das ist jetzt nicht unbedingt stark. Okay, bis hier und dann machen wir mal eine kurze Aufnahmepause. Ich hab's nötig. Gut, dann ja, für euch kommt eigentlich immer regelmäßig oder ein bisschen unregelmäßig, aber innerhalb von ein, zwei Tagen immer ein neuer Part. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich tue eben relativ viel Livestream. Und da brauche ich halt auch noch ein bisschen Unterstützung.
Weil, ja, ich kann momentan ein paar Tage Roblox nicht streamen, weil die Roblox-Webseite da weg ist und bei Minecraft gerade der Server am Einstellen ist, bis der startet, geht es wahrscheinlich noch 1 oder 2 Tage. Ja, deshalb habe ich eher weniger Zuschauer und deshalb streame ich auch ein bisschen weniger. Ist klar, ich möchte euch belohnen, das ist es. Also, ihr wisst, was ihr tun könnt und ja, werdet es auch genießen. Tschüss.